Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, eben wach geworden, meine Stimme ist noch ein bisschen am Arsch. Ich war gestern Abend ein paar Jungs raus, was heißt raus, wir haben ein bisschen Karten gespielt. Ich bin noch ein bisschen müde, ich bin irgendwie früher abgehauen, hatte gestern auch einen schönen Tag, war ein bisschen, ach. Ja, der Tag war schön. Entschuldigung. Ach. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, momentan gibt's ja nicht so viel Content hier auf meinem Channel. Mal abgesehen von den Mittelalter-Sachen, die jeden Dienstag kommen, und am Dienstag kommt auch das nächste für euch. Ja, momentan ist irgendwie keine Konzerte, keine Festivals, keine Mittelaltermärkte, auf die ich gehe. Deswegen wollte ich mich mal dafür entschuldigen, dass momentan wenig Content hier auf meinem Kanal kommt. Ich will euch halt nicht mit Müll zu bomben, aber ich versuche halt dafür wirklich jeden Dienstag so mal, na, schon Mittelalter-Video, ein bisschen, ja, Informationen, vielleicht ein bisschen Qualität mehr oder weniger. Wie gesagt, mehr oder weniger. Ich mache es ja eigentlich nur zum Spaß, ich sehe mich da nicht als Journalist oder sonst was. Ich sitze ja auch gerade in meinem Bett, wie man hier so sieht. Da so, na, ich will euch jetzt nicht meine zugestellte Trommel zeigen mit dem Müll. Nein, mit dem, das ist kein Müll, das ist... Ich benutze meine Djembe als Nachttisch. Ja, Kaffee steht drauf. Da steht alles drauf. Da sind meine Ringe drauf. Egal. Jedenfalls, ich wollte demnächst noch mal ein paar Tigger und Tour-Videos machen. So auf Mittelaltermärkten, auf Konzerten, auf Festivals und sonst was. Und ja, das ist so der Plan. Ich habe jetzt vor demnächst... muss ich gerade mal überlegen. Ja, es sind so 2, 3, 4 Konzerte in nächster Zeit angedacht, wo ich hingehe. Ich versuche auch, wie gesagt, dann ein paar Interviews in nächster Zeit zu bekommen. Ich hätte eigentlich hier eins gehabt, aber der junge Mann ist krank geworden und deswegen haben wir das ein bisschen verschoben. Worum es geht, werde ich noch nicht verraten. Es ist aber auf jeden Fall interessant für die, die so ein bisschen im Sozialen mit der Musik engagieren. Das ist schon mal sehr gut. Ja, weitere Sachen ist... ich werde dieses Jahr natürlich wieder das ein oder andere Festival besuchen mit euch, hier mit meiner Kamera oder meinem Handy oder was auch immer. Ich werde demnächst wieder ein paar CDs für euch anhören und euch sagen, wie die sind. Aber muss ich halt gucken, weil ich muss mir die Dinger ja auch irgendwie besorgen. Und ja, muss halt mal einkaufen gehen dafür. Und das ist halt auch immer so eine Sache, ich gehe nicht gern einfach so einkaufen. Doch, tue ich eigentlich heute nicht gerne shoppen, aber... irgendwie momentan, ich gucke so durch die CD-Abteilung und denke so, nee, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, momentan ist da nicht so wirklich was bei, was mich interessiert. Keine Ahnung warum, aber irgendwie, früher war das ein bisschen mehr als heute. Egal. Ja, vielleicht mache ich auch mal ein paar Film-Reviews, da habe ich auch ein paar DVDs da so, da, aber es sind ein paar. Drüben habe ich viel mehr. Aber ich will das Ganze so auf Metal und so lassen, deswegen vielleicht gucke ich mir demnächst den einen oder anderen Metal-Film mal für euch an. Oder einen Mittelalter-Film. Metal und Mittelalter. Aber ich will mir jetzt nicht irgendeinen Scheiß angucken, das heißt, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann gucke ich mir das halt auch nicht an. So, ich finde, dafür ist mir meine Zeit zu schade, ich muss ja auch noch zwischendurch arbeiten gehen. Deswegen, wenn ihr mal irgendwelche Filmvorschläge habt, die gut sind, dann... schreibt sie mir, ich gucke mir den Film an und dann bewerte ich den, oder nennt mir mal eine CD, die ihr gut finden könntet. Oder noch besser, wenn ihr irgendwie eine Newcomer-Band seid und möchtet, dass eure CD mal durchgehört wird, ne? Schickt mir einen Link, schickt mir eine CD oder sagt mir, wie ich mir das anhören kann. Dann mache ich das gerne. Also, das ist doch mal eine Idee. Ja, ansonsten gibt es jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Ich wollte bloß mal zwischendurch mal ein kleines Video machen, damit ihr wisst, auf welchem Stand das Ganze hier gerade ist. Ja, ich würde noch sagen, ne, könnt das Ganze hier natürlich weiter verfolgen. Würde ich mich sehr darüber freuen und euch meine Videos angucken. Und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.